Da sind wir wieder und wie auch schon die letzten Male hoffe ich mal, dass das jetzt nicht das letzte Mal ist, dass ich euch aus dem Millerntor von der Reeperbahn begrüßen darf. Der 16. Spieltag ist absolviert. Wir haben noch ein Spiel gegen Union, die stehen auf Platz 4 und nach wie vor bei 52% Vorstandsvertrauen dürfte die Niederlage mit den Jobkosten. Unentschieden dürfte auch schon sehr grenzwertig sein. Akpo Guma fällt. Nee, er fällt nicht aus, er ist wieder fit. Auch Diarra dürfte wieder einsatzfähig sein. Wir haben viel Geld auf der hohen Kante. Das werde ich auch ausgeben. Das könnte ich eigentlich jetzt sofort schon ausgeben, aber ich mache das hier mal ein bisschen realistischer, erst in der Winterpause, wenn ich bis dahin noch bleiben darf. Krisensitzung rufe ich jetzt auch nicht aus, oder? Weil wir haben ja zumindest die letzten drei Spiele alle nicht verloren. Auch zwar nur ein Spiel gewonnen, aber ja, öfters hier ganz knapp. Job noch gerettet. Ich gucke einfach mal, wie es. Ich konzentriere mich jetzt erstmal aufs Spiel und gucke dann, wie es in den anderen Ligen aussieht. Vielleicht wird das für mich dann auch relevant, wenn ich wieder einen neuen Job suchen darf. Oh, Pokal. Achtelfinale. Oh, Bayern München mit Mühe 1:0 gegen Preußen Münster. Erste gegen zweite Liga. Bielefeld schlägt Hertha im Elfmeterschießen. Nürnberg verliert gegen Hoffenheim. Wolfsburg schlägt Dresden im Elfmeterschießen. Münster verliert gegen Bayern. Jena schlägt RB Leipzig. Wow. Gegen die Euroleague-Mannschaft Winter Drittligist. Regensburg verliert gegen Gladbach. Saarbrücken verliert in der Verlängerung gegen Frankfurt. Und Union schlägt Darmstadt. Gut für uns, dass Union hier eine englische Woche hat. Obwohl, ne, ich glaube, am Wochenende ist hier gar keine Bundesliga. Die haben dann noch anderthalb Wochen Ausruhphase. So, die letzten acht im DFB-Pokal. Gladbach gegen Wolfsburg, Erstliga-Duell. Union gegen Hoffenheim. Zumindest ein Hauptstadtklub noch dabei. Eintracht Frankfurt gegen Bayern. Bayern ist Titelverteidiger, glaube ich, oder? Und Karlsruhe ist jener als letzter Drittligist gegen Arminia Bielefeld. Interessante Paarungen hier. Frankfurt gegen Bayern dürfte wohl das Topspiel sein. Und wir haben jetzt noch eine Woche Vorbereitungsphase vor dem erneuten Schicksalsspiel. Für meine Person zumindest. Der beim Verein hat sich ja schon ein bisschen beruhigt. Johnny Otto geht von Werder Bremen nach Dinamo Zagreb. Union hat nur eines der letzten sechs Spiele verloren. Ja, das wird schwierig, aber machbar. Oh, Sven Brodersen hat Knorpelschaden im Knie und wir wissen ja, das ist so ungefähr die schlimmste Verletzung, die man hier bei Anstoß haben kann. Das heißt, für ihn ist die Saison quasi gelaufen. Er fällt jetzt ein halbes Jahr aus. Ei, 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 ei. Ja, mit seinem neuen Vertrag kann er jetzt. Ja, auf seinem Geld sitzen. So, dritter Spieltag. Hertha, sage ich. Hellas Verona verliert gegen Bayern 2:0. Und Gladbach spielt. Oh, verliert 4:1 gegen Man United. Euroleague fand nicht statt. Brodersen, ja, Mehring ist jetzt unser zweiter Keeper für den jungen Mann. Eine große Aufgabe. Aber in der zweiten Liga muss ich ihm das zutrauen. So, wir spielen jetzt mit Diarra auf der 6 wieder. Buchtmann rückt auf die 10. Ja, wir sind. Oh, Stärke 100, leicht stärker, aber ich sag mal lieber nix. 11.000 Zuschauer nur. Oh, hätte ich was sagen sollen? Udo Lindenberg tippt 0:1. Mein Bauchgefühl war eher bei Nichtsagen. So, Lenz. Schöner Schlenzer in die Ecke, genau auf den Keeper. Und der packt sicher zu und haut den Ball direkt in die Sturmspitze. Könnte das eine Chance sein? Gyökeres kommt an den Ball, startet Richtung Tor. Schlotterbeck, auch schöner Name. Versucht ihn einzuholen. Gyökeres ist zu schnell, läuft aufs Tor zu. Ja, der Keeper nimmt ihm den Ball vom Fuß. Indirekter Freistoß für Union Berlin. 22 Meter Torentfernung. Lenz tippt den Ball an. Möhring, Groß, Felix Groß. Aber der Ball kullert am Tor vorbei. Buchtmann gegen Mees. Geht an ihm vorbei. Buchtmann bringt den Ball unter Kontrolle. Spielt ihn auf die linke Seite hinaus. Diarra marschiert auf die linke Strafraumecke zu und dringt in den Strafraum ein. Keiner greift ihn an, zieht ab und der Keeper boxt den Ball zur Ecke. Er wäre allerdings vorbeigegangen. So, da musste ich mal gerade kurz einmal auf Pause drücken. Da wurde ich gerade unterbrochen. Gyökeres hat hier am Tor vorbeigeschossen. Und es geht weiter hier in der 20. Minute. Einwurf durch Mees. Schaffen wir es hier noch am 17. Spieltag nochmal zu punkten? Das könnte dann, wenn wir hier gewinnen sollten, unsere beste Platzierung in der Hinrunde sein. Lenz jetzt hier auf Moritz.
Vormann faustet den Ball weg. Das ist nicht mein alter Spieler Moritz. Ja, Diarra bringt uns in Führung in der 31. Aber Moritz, hier Fabian Moritz, direkt 3 Minuten später mit dem Ausgleich. Andrew Wisdom, auch ein schöner Name. Weisheit, mein Name. Borello auf McQueen, verfolgt von Wisdom. Legt sich den Ball vor, geht an Wisdom vorbei. Passt den Ball ins linke Mittelfeld. Borello haut den Ball in die Mitte. McQueen an Felix Groß vorbei. Wird von diesem klar gefoult. Der Schiri sagt, wenn sie so weiterspielen, sind sie bald nicht mehr dabei. Ein Mann mit ihrer Erfahrung sollte das wissen. Gibt das hier ein Standard? 5:7 Torchancenfeld ist in der ersten Halbzeit ein sehr energiereiches, actiongeladenes Spiel. Diarra spielt wieder sehr gut. Ich lobe ihn dafür, oder zumindest gut, Note 2,0. Ich bringe mal wieder das altbekannte. Macht sie fertig! Ein bisschen selbstironische Aussage. Und Moritz bringt Union in Führung. Muss ich hier schon wieder um die Entlassung bangen. Becker auf Mees. Kommt frei zum Schuss. Klar vorbei. Oh Mann, Mann, Mann. Und Moritz mit dem 3-1. Oh ja, ja, ja. Werd ich jetzt hier gefeuert? Ich würde gerne die Winterpause, die Vorbereitung ordentlich hier absolvieren. Ich stelle um. Bringe Tashi für Casasola. Stelle auf Dreierkette um. Oh Mann, Leute. Warum hatte ich den Einsatz auch nicht auf 150% gestellt? Ich Idiot. Becker für Buchtmann. Deli für Sansone. Wir haben noch halbe Stunde Zeit hier. Wir müssen was machen. Das wird von nichts. Ist das meine Entlassung? Das ist höchstwahrscheinlich meine Entlassung. Ich hatte nur 52% Vorstandsvertrauen. Dann geht es hier wohl beim FC St. Pauli zu Ende. Fabian Moritz kostet mir den Job. 3 Tore. Mann, das Spiel kommt die Note 3. Hübsch, wir stehen auf Platz 10. Ich fürchte mal, das war's. Bielefeld verliert 0:1 gegen Dresden. Union gewinnt 3:1 gegen St. Pauli. Mal wieder das verdammte, verfluchte 3:1. Würzburg verliert 0:3 gegen Augsburg. Düsseldorf gewinnt 2:1 gegen Wiesbaden. Heidenheim gewinnt 2:1 gegen Bochum. Halle spielt 0:0 gegen Hannover. Darmstadt gewinnt 1:0 gegen Aue. Uerdingen gewinnt 1:0 gegen Nürnberg. Braunschweig gewinnt 2:1 gegen Osnabrück. Augsburg vor Düsseldorf, vor Heidenheim. Auf den Abstiegsrängen Braunschweig, Würzburg, Uerdingen und Osnabrück in der 11. des Tages. Keiner von uns, ja, und jetzt nicht lange fackeln, nicht lange überlegen, bin ich raus oder nicht. Der Verein wäre eigentlich verrückt, wenn sie mich behalten würden. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach relativ kurzer Zusammenarbeit muss ich Ihnen leider heute die Ablösung unseres Managers bekannt geben. Geeigneten Ersatz werden wir Ihnen in Kürze präsentieren. Danke. Ich bin der Vorstandsvorsitzende, muss leider bekannt geben, dass wir uns mit sofortiger Wirkung von unserem Manager getrennt haben, weil er gesoffen hat. Wir sind allerdings in Verhandlung mit einem neuen Trunkenmanager. Schönen Dank. Ja, da muss ich ja schon wieder nachgießen. Aber inwiefern war ich denn hier im Spielsäufer? Gab es doch nie irgendwelche Szenen diesbezüglich. Und dass sie das jetzt sagen, das halte ich ja mal für eine Frechheit. So, Abfindung oder weiter galt. Ich nehme die Abfindung. Ich will nämlich sofort einen neuen Verein haben. Ja, ärgerlich. 5. Saison und jetzt schon der 5. Verein. Ich habe hier nirgends so nachhaltigen Erfolg. Wo könnte ich denn jetzt unterkommen? Trainer von Nürnberg und Hoffenheim wurden auch entlassen. Eintracht Braunschweig macht mir ein Angebot. Ich stehe noch Platz 15. Ist jetzt natürlich zur Winterpause ein guter Zeitpunkt, um die Vorbereitung mitmachen zu können. Braunschweig ist eine ordentliche Adresse, guter Verein, guter Fußball ist hier, das ist so ein schwammiges Saisonziel. Wir stehen auf Platz 15. Den verhandle ich mal. Die wollen mich haben. Ja, das ist hier nicht so schlimm wie bei Football Manager. Hier findet man immer sofort einen neuen Job, auch einen unrealistisch schnellen neuen Job. Guter Fußball ist hier über Mittelfeldplatz. Verhandeln wir mal darum. Unterschreibe ich beim Eintracht Braunschweig, das ging ja schnell. Ein Jammerlappen. Ich weiß nicht, ob er uns helfen kann, meint ein Spieler. Inwiefern bin ich denn Jammerlappen? Jammerlappen, Trunkenbold. Was wird mir denn hier alles unterstellt? Stanisch geht nach Hertha von Valladolid. Ja. Bitter, 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 dass ich hier mal wieder weg bin. Rosenlöcher, schöner Name. Ja. Wen ich hier alles in diesem Verein habe. Ja, hat es nicht lange gehalten beim FC St. Pauli. Wie ist denn jetzt hier meine Bilanz? Bei Paderborn war ich nur 4 Monate. Bei Werder Bremen
war ich fast ein Jahr. Beim HSV war ich 1,5 Jahre. Und bei St. Pauli war ich jetzt auch knapp ein Jahr. Ja, dreimal entlassen, einmal Vertragsende. Es wäre schön, wenn ich jetzt mal endlich ankommen würde. 36 Jahre jetzt hier, Manager Level 6, 35% der Spiele gewonnen. Spielern beliebt, ansonsten sehr unbeliebt. Jetzt muss ich aber wirklich umziehen wieder. Ja, mal wieder bei St. Pauli auf dem Geld gehockt. Wenn ich das Geld ausgegeben hätte und den Verein verstärkt hätte, dann hätte es vielleicht anders ausgesehen. Hier bei Braunschweig habe ich knapp 9,55 Millionen auf dem Konto. 79% Vorstandsvertrauen. Das ist jetzt auch gar nicht mal so viel zu beginnen. Wir stehen auf Platz 15. Gucken wir mal einmal, wie der Verein in den letzten Jahren abgeschnitten hat. Da in dem Sinne erstmal einen Chefstatistiker zulegen hier. Den hätte ich gern für 1 Million und einen besseren Anwalt und die Noraska Computerabteilung. Bwin ist unser Sponsor. Muss ich hier noch irgendwas einstellen? Prämien. Ha, das lasse ich mal so. Das kann ich auch, glaube ich, gar nicht ändern. Statistiken. In der Heimtabelle mit St. Pauli waren wir auf Platz 10, in der Auswärtstabelle auf 14. Braunschweig in der Heimtabelle auf 14, auswärts auf 12. Tabelle erste Halbzeit auf Platz 3 und Tabelle zweite Halbzeit auf Platz 18. Oh, das läuft in der zweiten Tabelle nicht gut. Gucken wir uns mal die historischen an. So, 2019-20 waren wir mit Braunschweig. Wo sind die denn? In der dritten Liga nur? Ach, sechster in der dritten Liga. Ich dachte, ich wäre ja. Dann 8. in der dritten Liga, dann 2. und in der letzten Saison 4. Oh, wir wären fast aufgestiegen. Ist gar nicht bewusst, dass Braunschweig in der dritten Liga spielt, aber ist ja wirklich so. So, Verletzte haben wir. Grill. Ich kenne die Spieler, glaube ich, alle gar nicht. Gucke mal, ob ich hier überhaupt irgendwen kenne. 3 Torhüter haben wir, das sieht gut. Ah, Jens Grahl kenne ich, ehemaliger Paderborner. 35 Jahre, das ist der auch. Oh. Da sieht er eigentlich ganz vernünftig aus hier von der auf einen Linksverteidiger nur. Atanga. Nennt mich immer den Wrestler David Otanga. Heißt auch David von Vornamen. David Atanga. Der Rechtsanwalt-Wrestler. Feigenspahn, Schmidt, Kammerbauer, Wiebe, Rosenlöchel und Bürger. Also schöne Namen haben die hier auf jeden Fall durch die Bank. Von Knebel. Stiepermann kenne ich irgendwoher den Namen. Ich weiß allerdings nicht von ich woher. Marco Stiepermann, woher kenne ich diesen Namen? Keine Ahnung. Belfodil kenne ich. Ishak Belfodil. Stürmer habe ich nicht. 4 Stürmer. Davon 2 allerdings relativ schwach. 10er gut aufgestellt. Sechser, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. An sich, wir könnten noch einen Stürmer gebrauchen, ansonsten ganz gut aufgestellt. Die Mannschaftsübersicht auf Platz 13, da ist das Saisonziel recht sportlich, oben mitzuspielen. Ja. Das Stadion, 25.000 Plätze, das ist gut. Ja, mit dem neuen Trainer mal direkt eine Weihnachtsfeier. Das erste. Habe ich als Image Säufer zu sein, dann direkt erstmal feiern hier. Die Saison geht am 3. Februar los. Ach, Training habe ich noch nicht eingestellt, da brauche ich dann erstmal einen Co-Trainer wahrscheinlich. Nehmen wir mal Lucien Favre. Das ist doch ein lustiger. Ich mag den eigentlich ganz witziger Geselle, aber erstmal nur für ein Jahr. Oh nee, er wollte mehr Geld. Lustiger Geselle, Alexander Zorniger. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ehrlich gesagt kenne ich den nicht so wirklich. 210.000, der ist damit mein Co-Trainer. Mal ein unbeschriebenes Blatt für mich. Kenne ich nicht so gut. Torwarttrainer, dann nehmen wir mal Wolfgang de Beer. Teddy. Auch erstmal für ein Jahr. Co-Trainer macht das Training wie immer. Ich ändere nichts an meinen Vorgehensweisen, auch wenn ich jetzt hier bei 4 Vereinen schon aufs Maul geflogen bin, mehr oder weniger. Gut, beim HSV war es ja eigentlich alles ganz okay.
Fröhliche Weihnacht, ich bei Ihnen, ein besinnlicher Abend, der von der Krise überschattet. Lehmkuhl jetzt Knecht mit der. Ich fordere jetzt neue Sachen. Oh, Linus Rosenlöcher wechselt ablösefrei zum 1860 München. Ist er jetzt sofort weg? Konnte ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Ja, bei St. Pauli mal wieder zu lang gezögert, zu lang gewartet. Auf dem Geld gehockt. Naja. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt stehe ich aber auch unter Druck hier. Das Let's Play sieht ja auch scheiße aus, wenn ich ständig abkacke. So, der Rosenlöcher scheint sofort weg zu sein, oder? Ne, nächste Saison erst. Ja, ich beende diesen Part erstmal und wir sehen uns demnächst. Tschüss, bis dann.